MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Was mache ich hier eigentlich? So. Falsch rum. So, noch ein Stück. So, wunderbar. Geschafft. Zufriedenstellen. Naja, 47.000 Ocken hat's gebracht. Supergeil. Und wieder ein Erfahrungspunkt, den wir auf hochwertige Frachten setzen. Wunderbar. Schön sieht's aus. Und dann gucken wir direkt nach, was wir als nächstes fahren können von Paris aus. 70.000. Boah. Hoch nach Schweden, nach Uppsala. Alle Achtung, ist das weit. Nach Polen? Nicht schon wieder nach Polen. Da waren wir doch gerade erst. Nach Ungarn. Waren wir schon mal in Ungarn? Nö, ne? 45.000. Holzstämme. Geil. Schon Ewigkeiten kein Baumtransporter mehr gefahren. Eigentlich, ich glaube sogar nur einmal bis jetzt. Ah, rot. Ich habe es nicht realisiert gehabt, weil ich nicht richtig hingeguckt habe. Manchmal bin ich das selber schuld. Ah, der vor mir hat auf jeden Fall eine größere Maschine als ich drinne. Nicht schlecht. So, wir halten mal ganz kurz hier im Shop an. Oh, jetzt haben wir wieder dieses Stottern. Das nervt mich so dermaßen. Ich glaube tatsächlich, dass das mit den Dingern zu tun hat, die wir da eingebaut haben. So, einmal ganz kurz zur Wartung. 4000 geht jetzt, ist nicht so schlimm. Ausrüstung. Innenleben. So, und er hier verschwindet jetzt erstmal. So, was war das? Oh, wei. Die sagten schon in meiner Community, von wegen, ich habe da einiges vergessen. Ja, ich weiß, was ich vergessen haben soll. Ein Notebook Pro Power. Schönes Ding. Gefällt mir. Sporttasche. Brauchen wir alles nicht, ne? Macht alles nicht wirklich viel Sinn. Vorhänge brauchen wir keinen. Irgendwas, was da rumbaumelt, brauchen wir auch nicht. Navigationssystem brauchen wir auch nicht für den. Was haben wir noch neu? Sechs mal zwei, vier, okay. 510 PS Motor haben wir freigeschaltet. Moment. Warenkorb. Bestellung löschen, ja. Einmal den großen Motor bitte. Und Entfernung des Totenkopfes bestellen. Vielen Dank. So, wieder ein bisschen mehr Leistung in der Kiste. 510 PS aktuell. Damit ziehen wir jetzt die Baumstämme weg. Und ich denke mal, das schaffen wir damit locker. So, jetzt könnte es nur noch der Wackeldackel sein, wenn die Performance einbricht. Und den entferne ich nicht. Dann stottert es halt beim Abbiegen. Habe ich keine Lust drauf. Ist mir jetzt egal.
gut Deutsch gesagt, schießen wir jetzt los. Woop. So, wir nehmen es jetzt erstmal mit der Geschwindigkeit aktuell nicht so ernst. Oh, das gibt's nicht. Am Stadtende eine Blitze, wie gemein ihr seid. Ich bin schon der Meinung, dass wir besser anziehen. Bei 210 PS ist das jetzt auch natürlich gar kein Wunder oder so, aber es ist schön, dass man es merkt. Boah, es leckt manchmal so schlimm. Das ist schon nicht mehr lustig, hä? Hoppala. So. Angekommen. Vollbremsung. Sehr schön. Und annehmen das Ganze. So, wo sind die gelagert? Unsere neuen Freunde, die Baumstämme. Vorsichtig. So. Und zack. So, locker flockig daran vorbei. Manövriert. Wie sieht das aus? Total cool. Das sieht auch noch total cool aus, weil es im Winter stattfindet. Genial. Gut, dass wir die größere Motorisierung gekauft haben. Man muss bedenken, wir fahren jetzt 22 Tonnen rum. Das ist auch schon mal wieder eine ganz andere Kraft, die wir dafür brauchen. Aber ich schätze mal, der Mercedes kriegt das hier locker flockig hin. Auch wenn uns jetzt hier versucht, sogar einen LKW zu überholen. Das habe ich ja noch nie erlebt. Unfassbar. Ja, das kannst du knicken, vor mir reinzuziehen. Ich glaube, es hackt, Kollege. Wenn ich einmal auf 80 bin, bin ich einmal auf 80. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Ist aber alles eng gebaut hier. Gefällt mir nicht. Kein bisschen. Uhr 4:55. Es ist so verdammt dunkel. Draußen ist es gerade im Moment kurz nach 4. Und es ist so fucking dunkel, das ist nicht mehr schön. Ich hasse den Winter dafür, dass es so früh dunkel wird. Vor allen Dingen dieses Kackwetter momentan. Immer dieser Regen und Regen und Regen. Okay, es ist Herbst, aber trotzdem muss der Regen sein. Mann. Boah, dauert das, bis wir auf 90 km/h sind. Und ich hoffe, dass wir einfach diese Geschwindigkeit jetzt eine gewisse Zeit wenigstens beibehalten können. Und nein, wir können das nicht. Ich sehe es auch noch gerade auf dem kleinen Navi. Da kommt ein Kreisel. Ich könnte kotzen. Schon wieder ein Kreisel. Gerade geschafft, auf 90 km/h zu beschleunigen. Und dann kommt so ein Kreisel, wo du wieder raus musst. Ja, raus. Die schreiben zwar hier 40 hin, aber meistens, ja,
Ja, schafft man das mit ein bisschen mehr auch noch? Oh, oh, oh. Boah, das Holz drückt ohne Ende von hinten nach. So, wir hatten Glück. Ich kam da relativ gut mit runter und von daher hatten wir noch eine gute Endgeschwindigkeit, die ich jetzt hier gerade mitnehmen kann. Wir fahren jetzt im Windschatten, wunderbar. Bäm, LKW. Ja, ihr habt gedacht, ne? Ihr habt gedacht, ich fahr drauf. Pff, nix da. So, ich hätte gern ein Ticket. So. Tja, ich fahr nicht immer irgendwo gegen oder drauf. Auch wenn es manchmal wirklich immer danach aussieht. Oh, und jetzt dauert das wieder 20 Jahre, bis ich auf 100 km/h bin. 90, Entschuldigung. In 6,5 Stunden müssen wir pennen. Da sind wir aber schon mal gut weit gekommen, glaube ich. Die 510 PS machen sich vor allen Dingen bergauf bemerksam. Bemerkbar. Bemerksam, genau. Bergab natürlich auch. Man beschleunigt einfach schneller. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn man mit 90 oder mit 80 fährt. Jetzt in echt sieht man es nicht unbedingt. Im Real Life, aber so sieht man es schon extrem, finde ich. Na hoppla. Wenn ich das Schild schon hier lese, Radarkontrollen, ne, kriege ich Kollaps. Kriege ich die Pest, hä? Ernsthaft? Oh, gerade wieder auf 90 gewesen. Och, Mano. Ernsthaft? Oh, 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 Vollbremsung. Ah, so, geschafft. 21 Euro. Beim letzten Mal waren es 22 Euro. Wir haben 1 Euro irgendwie gespart auf dem Rückweg. Wenn wir überhaupt von hier gekommen sind. Ich glaube nicht, ne? Doch, tatsächlich. So, wir sind jetzt gleich in Reims. Wir fahren über Metz, Mannheim, Nürnberg, Linz, Wien, Bratislava, Budapest und dann nach Szeged. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird. Wir liefern denen auf jeden Fall Baumstämme. Freuen sie sich bestimmt. Können sie schön heizen. Jeder Bewohner kriegt dann einen Baumstamm und den darf er dann wochenlang entsorgen. Cool gemacht mit der Kamera übrigens. So. Fahren wir ein bisschen in dieser Ansicht rum. Ich finde die Ansicht gar nicht so verkehrt. Ich muss nur daran denken, dass ich diesen Part etwas leiser mache, weil sonst hört man ja nichts.